euch leiden und willkommen bei einem SOS-Mitschnitt-Video aus einem meiner Close Beta-Livestreams. Aber bevor wir da hinkommen, erstmal kurz eine kleine Erklärung. Heute müsste der 23. Jänner sein, der Dienstag, falls ich das Video jetzt richtig eingestellt habe. An diesem schönen, wunderschönen Dienstag ist jetzt der SOS offiziell im Steam Early Access. Das heißt, ihr könnt jetzt alle SOS spielen. Also, falls ihr Gefallen dran findet, schaut gerne auf der Steam-Seite vorbei und holt es euch. Ich selbst bin leider in der Nachtschicht, deswegen kann ich nicht genau sagen, wann jetzt genau SOS freigeschalten wird auf Steam. Deswegen kündige ich jetzt mal planmäßig für den Mittwoch, den 24. Jänner, mal einen SOS-Stream an. Falls alles gut geht und die Server natürlich stabil sind. Man weiß ja nie, wie der Ansturm ist. Also Mittwoch, 24. Jänner, Livestream auf Twitch. Oder auch noch besser wäre sogar, wenn ihr auf hero.tv reinschaut. Link dazu in der Videobeschreibung. Subscription. Hero.tv ist einfach so ist von Outpost Game eine Seite entwickelt, was mit dem Spiel selbst ein bisschen interagiert. Also ihr könnt dort die Emotes spammen, was man auch selbst in-game spammen kann. Mir werden dann die Zuschaueranzahl angezeigt in-game, soweit ich das letztes Mal mitbekommen habe. Und noch was auch ganz witzig ist, ihr dürft die Airdrops abstimmen, was ich bekomme. Falls ich mal eine Flare hochschieße, könnt ihr im Chat voten, was alles runterkommt. Und als kleines Bonus, auf heroes.tv funktioniert noch bei der Twitch TV und Frankerface einwandfrei. Also man kann hier alle Emotes spammen, was ich da eingestellt habe. Ich würde mich freuen, wenn sie vorbeischaut. Oder vielleicht auch hier noch einen Kommentar drunter lasst und genießt jetzt noch das Gameplay einer meiner spannendsten Runden aus dem Closed Beta Stream. Also wundert euch bitte nicht, wenn ihr jetzt mit dem Chat interagiert oder auf Alerts kommen. Das war vom damaligen Stream. Ich sage jetzt von mir aus Tschüss, bis morgen im Stream und viel Spaß mit dem Gameplay. Not penguin would probably definitely. Mal schauen, was das bringt. Hey everyone. You touch my challa. Hang up there. Ah shit, ich hab so etwas sagen können. Hang up there. Yep. G-Freak endet heute. Und Anna und Shadow, grüß dich erstmal. Es ist heute der letzte Beta-Tag. Ich habe jetzt gerade gefunden, ich bin auf der Seite registriert und hier könnt ihr anscheinend mitvoten. Also das finde ich ein witziges Feature, Leute. Also wenn ihr Bock habt, schaut da rüber. Ihr habt seitlich den Twitch-Chat, sehe ich gerade. Vielleicht könnt ihr damit interagieren. You're gonna die. You and you and you and you and you. Just get in the chopper now. So. 12 Leute wieder. Die hat eine Tasche. Tasche, Tasche, Tasche. Nur Muni, verdammt. Weiß nicht, ob das schlau ist, da hinzugehen, aber ich versuch's mal. So, solange ich keinen Dirk finde, jetzt gehen wir mal aus dem Channel raus. Wo bin ich jetzt eigentlich gespawnt? Diesmal. Ja, komplett im Osten, okay.
Mal schauen, wie die Runde jetzt wird. Leute, votet ihr eigentlich schon? Probiert es mal aus, bitte mal den Link. Mhm. Moment, ich kann so. Also ein Schild kann ich aufheben. Mein Ziel ist auf jeden Fall da oben, die Anlage. Also da kommen wir nicht so schnell hoch. Oh, nice. Noch mehr Äxte, was? Nur zwei Papayas, das ganz ehrlich, für zwei Papayas lohnt es ehrlich gesagt gar nicht, hier zum Öffnen. Dann noch eine Axt? Nee. War nur ein Grafikfehler dann so gesehen. Oh, hier hat schon jemand den Strom eingeschalten. Sehr nett. Sehr freundlich von der Person. Hallo? Die sterben ja zum Glück mit einem Crit auf einem Headshot. So gesehen. Mit einem schönen Schlag auf den Kopf. So. Ich höre noch mehr. Das sind auf jeden Fall mehr. Da oben ist einer. Wenn der mir jetzt infiziert hat, ich sag's euch. Holztüren sollten eigentlich auch einschlagen können, oder? Ja. Leider die Kisten nicht. Aber die ist offen. Leute, hat von euch jemand den Link schon ausprobiert, was ich jetzt gepostet habe? Weil das ist über die offizielle SOS-Seiten. Und da, ich meine, ich sehe bei mir, dass ihr da Interaktionsmöglichkeiten habt. Also vielleicht könnt ihr das auch wirklich in Echtzeit voten für mich. Also die Emotionen, was die anderen Leute hier spammen können. Würde mich mal interessieren, ob das wirklich so funktioniert. Oh, oh, oh. Der Albino! Der mich jetzt infiziert hat. Ich sag's euch. Die Albinos sind halt wirklich die schlimmsten. Die infizieren einen. Das ist ein Full Send von denen. Also ich bin hundertprozentig schon. Grüß dich, Kenshu Kuntaku. Grüß dich. Freut mich, dich hier zu sehen. Sonst ist jetzt gebraucht. Ah, wir sind hier oben, okay. Okay, okay, okay. I see. Beides verschlossen, aber ich schaue mal meine Nahkampfwaffen. Es ist SOS, der Ultimate Escape. Oh shit. Sind die nur zwei Hit? SOS, der Ultimate Escape, am besten vergleichbar mit Hunger Games Spiel.
Nur mit dem Clou, dass ihr hier in Setting von. Nee, das ist Hunger Games, also oder mehr Battle Royale, sagen wir so. Du kommst in Form, der Clou ist, du bist hier Teil einer TV-Show und wirst mit 14 anderen, also 15 anderen Leuten maximal, also es gibt maximal 16er Lobbys, wirst du auf eine Insel ausgesetzt. Und wie du siehst, hier kannst du ganz normal Loot finden und hier sind auch Monster auf der Insel. Ziel ist es, dass du ein Artefakt kriegst. What the heck ist das bitte? Das Ding habe ich noch nie gehabt. Dass du ein Artefakt hier ergatterst und damit dann mit im Hubschrauber entkommst. Dabei ist aber auch das Miese, es werden nur die ersten drei Leute mit einem Relikt mitgenommen. Habe ich gemacht, Helan, habe ich gemacht. Zweimal daneben geschossen und dann beim dritten Mal hat es funktioniert. Danke übrigens für den Tipp. Du kannst halt wirklich, es ist halt wirklich so ein bisschen sehr viel Soziales ist auch dabei. Das ist nämlich das Coole hier an dem Spiel, du kannst wirklich sehr gut mit den anderen interagieren. Allein das Voice Acting hier. Ist wirklich genial. Also hier, der Ingame-Voice ist einfach nur göttlich. Ich hoffe, ihr findet... eine Runde dauert maximal 30 Minuten. Also nach 30 Minuten wird abgebrochen und du hast dann verloren oder gewonnen, auf jeden Fall. Also nach 30 Minuten ist dann vorbei. Okay, da hat jetzt jemand eine Flare abgeschossen. Also das kann man auch. Also mit der Flare rufst du einen Hubschrauber. Wenn du kein Relikt auf dem Rücken hast, dann ist einfach nur Supply Drop, was er da runter wirft. Also das und ansonsten. Hey, stopp. Und da wollte mich jemand backsteppen, Leute. Aber nicht mit mir, nicht mit dem Commander. So, hier können wir noch aufschließen. Probierst du gerade bist du gerade auf der Heroes-Seite über den Link? Also ich sehe leider nichts. Oh, nice, zwei Spritzen. Das ist nice. Zwei Spritzen sind nice. So, die No-Ingos dropped irgendwas Interessantes? Nö, hat sie nicht. Leider sehe ich jetzt zurzeit noch nichts. Danke übrigens für den Versuch. Ich sehe leider nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber irgendwie, warte mal kurz, bei mir ist auch die Seite down. Hank gerade. Vielleicht ist auf der Seite selbst was sie. Hello. So. Ja, verdammt. Hello. Jetzt, wenn du neu ladest, dann mutet sie sich. So, bei mir ist jetzt die Seite geladen. Könntest du vielleicht nochmal kurz mal probieren, was? Vielleicht, dass ich was sehe. Also der Chat müsste eigentlich ganz normal funktionieren. Wieder nur. Da drüben ist eine Flare, okay. Das heißt, ihr könnt mich mit hier Leuten mit so verbünden anscheinend. Ich will den Generator anmachen. Dankeschön. Da läuft einer. Ich gehe mal darüber zur Flair. Okay, ich sehe leider nichts. Also
selbst auf der Seite sonst irgendwas. Also entweder ist es noch so ein Feature, was incoming ist. Danke auf jeden Fall dafür, Unknown Shadow. Auf jeden Fall. Headshot. Wo wirft er die Supplies ab? Hat sie was gesehen? Ich habe es ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Also wir sind echt verdammt gut ausgerüstet, muss ich sagen. Ist irgendwo noch ein Papaya-Baum? Oh Gott. Oh, das ist... Hey, das sind die Two-Hits? Nice. Das sollte man aber was sagen. Hätte ich das früher gesagt, Leute. Wäre schon eh auf das Kanon. Aber ich finde hier die Leute nicht. Übrigens, es packt ein bisschen der Schatten, wie sie gerade sehen. Hey, Modern, funktioniert bei der Frankerface wieder? Ja, Modern, ich weiß, dass du mir gesagt hast, aber entweder funktioniert Frankerface bei euch wieder oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, Modern hat das Frankerface-Hirn, das Panda-Hirn gepostet. Hast du es einfach so selbst eingeben oder funktioniert bei dir wieder die Sidebar? Hier war auf jeden Fall jemand. Ich gehe einfach wieder zurück. Kam von da. Ja, yeah, das sind meine ganzen Emotes, Modern. Was ich eingestellt habe. Wie kommt das, dass du die wieder posten kannst? Na komm. Geh mir bitte auf, Modern. Wie kommt das, dass du die wieder posten kannst? Habe ich den schon einschalten? War das meiner? Nee, oder? Verdammt. Ich war auch die Lockpicks weggenommen, oder? War ja auch so blöd, dass ich meine Lockpicks liegen lassen habe. Aber immerhin, dafür haben wir zwei Infusionsspritzen gekriegt. Was man auch nicht unterschätzen darf. Weil Infusionsspritzen sind auch wichtig. Danke, also Teland war das. Ah, okay. Ja, wie gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass die noch mit irgendeinem älteren Twitch-Design arbeiten, kann das sein? Weil beim neuen Twitch-Design funktioniert bei der Twitch TV und Frankerface nicht. Da kommt der. Na komm. Komm doch hoch. Stay blocked, I help you. Take care. Behind you. Wanna team up? Good. Hey there. How you doing, man? You need one. Oh, I have an antidote. Wait.
You're welcome. So let's search at this place, huh? Do you have some guns found or something? What? Have you found guns this on this game? No, in this round, I mean. Here, X for you if you need. I have it. Okay. Do you have a lockpick? No, sorry. Don't give it boots. I think upstairs is a temple with a relic monkey. Here's nothing. Holster hast du nochmal immer. Ich müsste schauen, ob in seinem Holster eine Waffe ist. Also man sieht es nochmal, ob er eine Waffe hat, aber vorerst vertraue ich ihm noch. If you have a gun, you can shoot up the lock. Oh no, that's a flare gun. No, yeah, that's a flare gun, okay. So maybe we find another gun. Also du hast das richtig gesehen gehabt. I found out throwing your weapons is more efficient than hit him with media attacks. In the air. hier geht es darum, dass du Teil einer TV-Show bist und mit 16 anderen Leuten auf eine Insel ausgelassen wirst. Und ja, du musst ein Relikt finden. Und einer unter den ersten drei sein, oh ja. Yeah. Einer der ersten drei, was dann ein Artefakt finden. Und das Artefakt dann zum Helikopter bringen. Also nur, es werden nur drei, die ersten drei werden mitgenommen mit dem Helikopter, was ein Artefakt hat. Also so ein bisschen Hunger Games mit sozialer Interaktion. Weil, wie ihr seht, ich bin hier gerade mit dem Typen unterwegs. Oh. Here. Also, ah, nice one. Oh shit, ich meine ganzen Äxte zerstört damit. Tja. So viel dazu.
Okay, da hat er noch wilde Weapon drin. Also es ist wirklich mehr so auch ein bisschen soziales Experiment dabei, dass man hier mit Leuten interagiert. Irgendwo kam dann, war doch eine Hand, oder? Ah, er ist da oben. Oh, Relic One, Relic One. One try to block and the other one hit him, okay? Okay. So when you have the aggro, just block and I try to hit, and you the same when I have to block. So, und das ist halt, wenn ihr zu zweit seid, dann könnt ihr wirklich so machen. Oh shit. Oh shit, my weapon is broken. So, mal schauen, was das ist. Au. Nice, 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 nice. Hey, stop. Take the relic. Have you a melee weapon for me, please? No, I need a melee weapon if you have one in spare. Another. Yes. Oh, yeah. Oh, sorry. My fault. So. Let's find an open place and you can shoot your flare gun so the helicopter tracks us and you can escape. Okay. And I'm infected. Take care, upstairs is one. This building, I think. Oh shit. Found him. Oh, this was close. I think here downstairs on the open field is a good place to shoot the flare gun. Where are you? Dude? Ah, here. Just shoot the flare gun in the air. No, I don't have a flare. You can escape. No flare. What? Hey, what? Oh, sorry. Where you drop it? I don't see it. Ah, okay. Ah, you have no ammunition left. Okay, now I understand. Shit. I need a mushroom. Ah, there's a mushroom. Verdammt, ich krepier langsam. Gute Frage.
Frage, wie die Entwickler heißen. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht auf dem Schirm. Haruko. Haruku. Und grüß dich übrigens. Aber hier der Ingame Voice ist echt ein traumhaft. Also der Typ, was ich jetzt dabei habe, das ist jetzt so das beste Mikro. Aber normalerweise ist der Ingame Voice echt göttlich mit den anderen Leuten. Have you a mushroom left? I transform. Ah, thank you. Also man muss schon ziemlich heftig gegenheilen. Wow! Wieso? Felix Spritzer, warum ist das ein Cancer Game? Also ich find das Grundprinzip dahinter finde ich echt cool eigentlich. Na komm, komm. Ah shit, der hat mich. Er hat mich, verdammt. Hey. Ah, 2 Minuten hat er noch. Ich glaube, der ist so ein ziemlich neu in dem Spiel. Hey, er sucht mich. Er sucht mich. Übrigens, wenn ihr auf der SOS-Seite seid, hier nochmal ganz kurz. Dann könnt ihr euch noch anmelden für die nächste Beta. Also vielleicht habt ihr dann Glück, dass ihr in die nächste Beta aufkommen wird. Wir schauen mal ganz kurz zu unseren Kollegen hier. Wie er sich schlägt, weil es dauert ja nur mal 1,30 die Runde. Schade, dass er keine Munition mehr hatte. Das ist halt die Sache. Kaltst du jetzt die Munition auf? Oder riskier oder holst du dir vorher einen Supply Drop? Nein, ihr müsst jetzt abwarten auf die nächste Flare. Und vor allem, wie ihr links unten an der Minimap seid, ist er der Einzige mit Relikt. Das ist auch interessant. Schauen wir mal die anderen durch. Oh, der ist schon geturnt. Oh, schade. Der ist schon geturnt. Oh, die bekämpfen sie. Ah, der ist auch schon. Ah, der ist auch schon gewandelt. Nee, doch nicht. Der ist knapp davor. Jetzt ist er. Okay, die wollten sie betrayen. Hey, schafft das zum Heli? Der Heli ist über ihm. Aber er braucht eine Flare Gun. Er braucht leider eine Flare Gun. Eieieiei. Time is up. Oh, schade. Schade, schade, schade. Zeit vorbei. Die ist geturnt, das sieht man schön. Der auch? Oh Mann. Keiner. No one. Bis jetzt hat da keiner überlebt, interessant. Aber ich habe Spaß gehabt. Also das ist ja wirklich, die Prämisse daran ist ja wirklich. Was soll ich da? Ah, okay, jetzt haben sie so ein Ranking gemacht, okay. Survivor und Fame gibt es jetzt als Qualifier. Okay. Ich habe sehr viel Spaß gehabt.
Obwohl, mein Teammate war etwas unerfahren in der Hinsicht. Aber hey, irgendwann fängt jeder neu an in den Spiel, oder nicht? Okay, das mit dem Ranking-System haben sie jetzt neu eingefügt, weil in der Alpha hast du immer Punkte gekriegt nach jeder Runde und von daher hast du dann irgendwie dein Fame und Survival Rang ergeben. Keine Ahnung, was genau das jetzt da bringt. Oder vor allem, was das Generous und das Deadly hast. Fallout! Grüß dich! Was geht? Ja. Ich teste jetzt mal selbst. Wenn ich das jetzt irgendwie sehe, das irgendwo. Also entweder sind hier die Emotes wirklich fürs Team, was das sein hinter Hero Out. Ah, stimmt, Outpost Game. Hier, Outpost Games. Sind das nicht die Leute, die was Firewatch gemacht haben, Leute? Bakkiri, ich bin aus der Steiermark, aus dem wunderbaren Österreich. Wir haben eine 12-Mann-Lobby. 13 Mann. Hello! Das freut mich für dich. Also, ich habe die typische YouTube- und Stream-Krankheit eigentlich. Babkiri, ich habe seit der zweiten Alpha habe ich eigentlich Zugang. Heute ist leider der letzte Close-Beta-Tag. Ich habe jetzt in der Close-Beta leider keine Zeit gehabt, dass ich spül. Deswegen nutze ich heute den Tag noch. So gut wie ich kann. Eben durch das, dass die Server 24 Stunden offen sind. Und vorher habe ich auch schon, glaube ich sicher schon 10 Runden, glaube ich, was ich bis jetzt gespielt habe. Ein paar davon habe ich aufgenommen, auch für YouTube. Und ein paar habe von der letzten Alpha habe ich noch 2 lustige Runden. Vor allem eine Runde, wo mein Teammate als einziger überlebt hat. Gegen ein anderes Team haben wir gekämpft und dann ist er da gestanden mit 2 Relikten. Und er hat sich dann gewonnen und im Winning Stream hat er sich dann entschuldigt, dass ich gestorben bin. Das war so genial. Oh Gott. Quack, 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 quack. Moin, moin, hier ist der Klabottermann. I see you. Please learn English, okay? Please. Geht in die Chopper now! nee, fully. Normal nicht. To my house. Normalerweise nicht. Also normalerweise hast du wirklich sehr viele erwachsene Leute da. Das ist jetzt die erste Runde, wo ich wirklich so ein Kiddie dabei habe. Hi, 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 Ru, hi, Ru. Hi, Ru. Ja, ich muss sagen, das auf der. Das kann nämlich auch sein, Bakkiri. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Grüß dich, Maplingerin. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Grüß euch. Sag mal, Leute, verrat's mir mal bitte. Seid ihr jetzt über die SOS-Seite auf mich gestoßen oder einfach auf Twitch-Server bei der Suche nach einem Spiel SOS? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, verdammt, nur ein Schädel. Irgendwie kann es sein, dass immer in der Starter-Ding immer nur Ding drin sind. Also direkt am Spawn. Dass man dann nur. Hey, wo willst du hin? Dass man dann nur ein Schädel findet. Hallo?
Ah, here. Hey. Hello. Hello. What's up, dudes? Da war aber ein Funkgerät. Da oben ist eine blaue Kiste, da ist auf jeden Fall eine Nahkampfwaffe drin. Was die Papaya-Kerne willst du haben? Was machst du mit Papaya-Kerne, Fully? So, da unten ist nix. Ich höre ein Hey! Wanna team up? Hey yo! Girl, wanna team up? Hello! Wenn ihr nicht teamen wollt, dann will ich es umbringen. Ganz einfach. Talk to me or I have to kill you. I don't trust anyone who didn't talk with me, okay? I'm sorry, but I told you, I don't trust anyone who didn't talk. Ja, ich weiß, Bucking, ich weiß, aber ich habe leider nur die eine Waffe. Also von daher habe ich lieber zugeschlagen. Also wenn ich mein Inventar voll habe mit Nahkampfwaffen, dann werfe ich sie auch, muss ich ja sagen. Wobei auch die Haltbarkeit darunter leidet, aber... Aber, ja. Ja, du, ganz ehrlich, Modern, in der ersten Runde, danke für die Loot übrigens, Leute. In der ersten Runde bin ich mit einem anderen Typen backstepped worden vor einem. Der was auch nicht geredet hat und auf das habe ich keinen Bock, muss ich ehrlich sagen. Und ich war jetzt so fair, dass ich wenigstens noch ihm vorgewarnt habe. Also das kann mir jetzt keiner vorwerfen, dass ich da ihm nicht gewarnt hätte, oder? Ich glaube auch fast, dass das ein Ding war, ein neuer Spieler, Mablinger. Mablingerin, so, sorry. Ist es okay, wenn ich Mappy zu dir sage? Mapli, so. Da klatscht jemand für mich, okay. Ein Albino. Na komm her. Komm her, mein Boy. Sein Dreifer Albino. Schade, verschlossen. Noch zu schön gewesen. Chief Rig! Was? Ah! Ich hab die abgestorben. Mei, das tut mir leid. Oh, verdammt, das tut mir jetzt aber echt leid, Mablingerin. Das wusste ich nicht. Mit C kannst du nämlich hingehen reden, nur dass das war's für die nächste Runde. Mei, sorry. Sorry. Es tut mir jetzt echt leid. Wow. Jetzt fühle ich mich echt beschämt. Also falls ich gewinne, der Sieg wird mit dir dann, okay? Ich darf Mappi sagen, Dankeschön. Aber ich kann ja Mappli sagen. Ja, das verstehe ich. Jetzt verstehe ich ja, warum du nicht gesprochen hast. Mappy, danke für dein Follow. Jetzt kill ich dir und jetzt followst du mich. Oh Mann. Es tut mir echt leid. Ganz ehrlich, das war... Ganz ehrlich, weißt du was? Wir machen die nächste Runde in Duo, okay? Für das, dass ich jetzt abgestochen habe, machen wir nächste Runde Duo. Add mir einfach mal bitte auf Steam. Oder schreib mir dann mal, whisper mir am besten deinen Steam-Namen. Dass ich die adden kann und dann machen wir die nächste Runde Duo, okay? Weil ab heute kann man ja auch Duo spielen. Das haben sie ja extra als Feature gemacht. Und eben, weil sie das Feature nämlich aktiviert haben, gibt es nämlich, hör doch was.
Komm. Was ist seit gestern oder vorgestern schon, Babkiri? Was meinst du? Achso, ja, das kann sein. Okay, suche ich dann nach der Runde, okay? Wie gesagt, als Entschädigung, dass ich die jetzt einfach so eiskalt abgestochen habe, machen wir die nächste Runde Duo, okay? So, wenn das jetzt keinen angelockt hat. Scheint aber so. Interessiert anscheinend keinen. Ah, da ist wieder einer. Ich finde es ja so geil, wie die Messer immer stecken bleiben dann. Da kommt jemand. Da kommt jetzt jemand. Von da. Hello there. Wanna team up? Hey there. You can talk with C. What? What the heck? Was zum Teufel war das jetzt? Der fliegt einfach rum vor mir. Oh mein. Oh Mann, schau, das hat gerade witzig. Er geht mit mir. Und hat ein Disconnect. Ich glaube, ich bin. Ja, wie du sagst. Wie du sagst, C mit Alt und F4 verwechselt. Oh Mann! Hier müsste eigentlich irgendwo ein Reliktaffe sein, aber alleine traue ich mir den ganz ehrlich nicht dran. Und ich hab eher. Ja, er ist abbrechen. Gott! War das jetzt gerade göttlich? Irgendwer streift da noch rum. Ah, da drüben ist einer. Der braucht Hilfe. Da drüben ist ein anderer Spieler. Den werden wir mal helfen. Hello there. Hi. Wanna team up? What's up? Oh, thank you. You need some melee weapons or have you enough? Do you need weapon? What? Do you need weapon? No, I have enough, thank you. You infected? Maybe there's a relict monkey. So take care. No relict monkey here. Okay. Here are papayas if you need one. Do you need papaya? Here, on the floor.
throwing is now at the state of the game OP. Nemo wird doch ein Reliktaffe sein, oder? Oh, there's a relic one on your left. Oh. Okay. Do you have a gun? No, no. Okay, then just the one who has aggro from him, just block at the other one hit, okay? I block, you are dead. I'm not blocking. Behind you, behind you! Ah, shit. Da kommt er bitte recht. Oh! Oh shit, da ist noch einer. Ah, shit! Ich glaube, mein Dude ist gestorben, kann das sein? Entweder ist er gestorben oder hat mir allein gelassen. Yep! Er hat mich alleine lassen. Ah, der Sack! Ah! Ah! Oh shit, da ist er gestorben. Der ist runtergesprungen. Wow. Schnell heim. Oh Gott! Ich glaube, der kommt wieder hoch, oder? Oh shit! Ah, der hat nice Sachen gehabt. Ja, doch, da wieder Steps. Also, der ist da unten, okay. Deswegen. Problem war jetzt gerade, dass die. Ja, da ist er wieder. Hallo, Freund. Also, das Problem war, dass die einfach zu viel waren. Wo ist jetzt der. Okay, der Reliktaffe ist wieder da hinten. Oh oh, der hat mich. Mal schauen, ob ich ihn töten kann. Vor allem der steckt halt ziemlich früh ein, das ist das Problem. Oh shit. Hohoho! Jawohl! Hochheilen. Okay, das, was jetzt zu mir flüstert, ist das Relikt anscheinend. Ein Messer habe ich. Oh, ich nehme jetzt. Ah, verdammt. Die Messer sind an den draufgegangen. Shit. Oh, nee. Ich bin auch infiziert. Die haben mich auch infiziert. Verdammt. So. Jetzt heißt's immer schön gegenheilen und eine Flare anfinden. Also wir könnten da als Lone Survivor rausgehen. Immer schön Mushrooms essen. Obi! Modern! Du hast von Obi einen Sub geschenkt gekriegt. Danke, Obi, dafür. Und willkommen, Modern.
Viel Spaß mit deinen Emotes, Modernasse. Und Unknown Shadow, danke für dein Follow. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein! Beide Waffen hin! Und das sind Monkeys. Ich hab ein Auto dafür. Oh shit, jetzt hab ich beide Waffen zerstört und den. Ich bin aufgeschmissen. Ich bin sowas von aufgeschmissen, Leute. Oh, oh, oh. Komm schon, Nahkampfwaffe, Nahkampfwaffe. Ihr könnt nämlich hinten den Koffer um. Ja! Ja! Ihr könnt hinten nämlich problemlos nämlich aufmachen, das ist das Schöne dran. Da war eine Giftgranate drin. Die sind jetzt neu. Es gibt nämlich jetzt Gift- und Rauchgranaten. Das ist nämlich cool. Ziemlich cool gemacht. Wie ich finde. Aber ich muss jetzt mal eine Flare-Gun finden. Ich habe jetzt zum Glück eine Lockpicks. Das heißt, wir können, wenn wir einen Waffenspawn finden, dann können wir uns einen Hubschrauber holen. So, das habe ich ausgesprochen. Wenn sie ein Hubschrauberholz, ich weiß nicht, für die Leute, was es noch nicht wissen, wenn sie ein Hubschrauberholz, dann rennt dann ein Timer los für die anderen Leute, dass die auch nur geringe Zeit haben, um dorthin zu kommen. Aber dafür muss ich erstmal eine Flare anfinden. Mushrooms. Hier war auf jeden Fall jemand. Hat aber so gut die Mushrooms hinlassen. Hier ist gerne den zweiten auch zum Gegenheilen. Also solange wir hier Mushrooms haben, können wir mit Gegenheilen. Hat er jemand was hier liegen lassen? Leider nein. Schade. Also immer kontinuierlich gegenheilen, Leute. Das ist das Wichtigste. Moment, hier beim Flugzeug könnte ein Flare-Gun-Spawn sein. Mit viel Glück könnte hier ein Flare-Gun-Spawn sein. Und zwar auf dem Flügel. Das war doch immer so, dass hier auf dem. Hey, man kann auf dem Flügel nicht mehr hoch. Damn it! Oder, na, hier. Bei irgendeinem Flugzeug war das, dass es auf dem Flügel ein Ding-Spawn gab. Ein Schusswaffen-Spawn. Mit einer verschlossenen Kiste. Müssen wir auf jeden Fall wieder gegenhalten. Antidote. Das Antidote wäre richtig geil gewesen von den Typen. Da unten könnte ich es riskieren. Erstmal da vorne schauen, ob wir irgendwas finden. Wenn ich hier eine Flare kriegen könnte, das wäre richtig nice. Das wäre jetzt richtig, richtig nice, Leute. Problem ist, ich höre Steps. Die Frage ist, sind die freundlich oder nicht? Jetzt da ein Relikt habe, eher nicht. Ich gehe mal zurück zu den Ruinen, Camp. So. Ich brauche unbedingt wieder Mushrooms. Ich brauche dringend Mushrooms. Mushroom. Weil die Infektion wird immer wie schneller.
Irgendwie die Sounds backen ein bisschen. Kommt mir so, ah, verdammt, da war schon jemand. Hier war schon jemand, aber das muss nicht hasen, dass er hier die Schusswaffe gekriegt hat. Aber er hat mir leider die Pilze geklaut. Dammit! Ihr verdammten Pilzklauer. Ich möchte jetzt nicht einfach dran sterben, dass sie turn. Oh, Pilz! Oh nein! Das wird. Das. Langsam wird's kritisch. Hier liegt ein Albino. Ah, da ist ein Pilz. Oh, Gott sei Dank. Nee. Oh, noch mal kurz abwenden können. Problem ist, in den Kisten weiß ich, dass da nur Munition drin ist. Deswegen bringt mir das leider nichts. Goddammit, Leroy. Nee, da will ich jetzt nicht runterspringen. Um ehrlich zu sein. Da ist ein Mushroom. Oh ja. Ich habe eigentlich so ziemlich alles, was ich brauche. Das Einzige, was ich noch brauche, ist eine Flare Gun. Und Mushrooms. Ich brauche die schon immer wie mehr. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so eine Medizinbox finde, dann bin ich echt gewillt, dass ich die aufschlage. Einfach nur, damit ich ein Ding krieg. Hier war ich doch am Start schon, oder? War da noch nicht eine Kiste, was ich nicht aufgekriegt habe? Eben wegen Lockpick? Irgendwo war doch eine, oder? Keine Hoffnung, dass da eine Flair drin ist. Genau hier. Ah, der Waffenkasten. Was? Du gehst nicht auf? Verdammt. Damit. Oh Gott, ich muss niesen. Aber hier. Ich riskiere jetzt mal hier. Wenn hier eine Schusswaffe drin ist, kann man wenigstens den Schrank aufmachen. So. Ich hab übrigens vorhin falsch gedrückt. Ah, dann nur eine Schusswaffe. Unter Anführungszeichen. Jetzt kann man hoffen, dass im anderen Schrank eine Flare drin ist. Nur Muni. Verdammt! Okay, wir sind hier wieder beim Start. Mushrooms. Was ist hier? Ah, Medizin. Das könnte eine Medizin sein. oder? Bitte. Nein, verdammt. Dammit. Ich brauche Medizin-Spawn. Da oben ist ein Affe. Ich turne langsam. Ich möchte noch nicht sterben. Grüß dich, Naps. Wie du siehst, habe ich ein Artefakt, aber ich sterbe gleich. Okay, der hat einen rettenden Mushroom für mich. Oh. Das hat das Ganze jetzt ein bisschen rauszögert. Problem ist, da komme ich sicher nicht ins Rennen, oder? Nee. Das hat das Ganze jetzt nur geringfügig reduziert, wie ich gerade feststelle. Dammit. Komm schon da drüben.
Jo. Ein Albino war das gerade. Sorry Leute, dass ich jetzt versuche, noch mal schnell einen verdammten Pilz zu finden, bevor ich turne. Ah, Gott! Gott, 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 Gott. Ah, Pilz! Pilz! Komm. Nimm, 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 nimm. Nimm, nimm, nimm. Ah. Aber es ist so schnell. Ich brauch schon echt einen Antidote. Ja, ich weiß, aber ich brauche ein Antidote und eine Leuchtpistole. Das ist gerade mein Problem. Danke. Danke übrigens dafür für die Information, Modern. Die zwei Probleme habe ich gerade. Ich brauche Antidote und ich brauche einen verdammten Flare Gun. Ach, Gott sei Dank. Das könnte eine Flare sein. Leute, das könnte eine Flare sein. Ja! Ja! Eine Flare! Leute! Eine Flare! Oh shit, 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 shit. So. Jetzt aber schnell. Ja, kommt her, kommt her. Wo ist der verdammte Heli? Los, Heli, beeil dich. Danke für die Loots. Komm, ich hab doch ein Relikt. Alter, ich hab ein Relikt, siehst du das nicht? Der sieht das nicht, das sind Relikt, aber der trackt das nicht. Der. Ja, Gott sei Dank. Wo? Wo? Da. Da, 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 da. Wir gewinnen. Okay, wir haben eine. Jetzt ist das Problem auch, dass hier langsam die Monkeys ankommen. Also die ziehen auch jetzt Aggro. Und wir schauen 11 Leute zu. Also ich entkomme. Also, wenn ich jetzt nicht turn noch im letzten Moment, dann dürft ihr hinkommen. Komm schon, komm schon. Heli, komm. Und jetzt ist nochmal 6 Minuten dazu. Ach, komm schon. Komm schon. Sag jetzt nicht, ich muss 6 Minuten warten, bis der wieder zurückkommt. Das wäre mein Tod, ganz ehrlich. Das wäre jetzt echt mein Tod. Ich turn langsam. Ich turn. Ich werde es nicht schaffen. Wo bleibt der verdammte Heli? Was kommt da? Da ist noch die letzte Chance, dass ich irgendwie rankomme. Wo war ein Pilz? Ah, ich sehe da auch noch einen Pilz. Leute, da ist auch noch ein Pilz. Wo oben im Tempel, Leute? Wo war ein Pilz? Oben im Tempel oder was? Oder? Okay, danke, danke. Ich habe den schon geholt. Danke, Jungs. Danke, danke, Leute.
Wenn ich jetzt wirklich 6 Minuten warten. Ne, den habe ich schon geholt. Dammit. Oder habe ich irgendwann übersehen? Ah! Danke! Leute, ihr seid die Besten. Das sollte man jetzt genug Zeit gekauft haben. Hoffe zumindest. Wo bleibt der verdammte Heli? Ah, super, danke Leute. Vielen Dank, Leute. Ey, wenn ihr jetzt so 5 Minuten warten muss, das ist ja richtig mies gemacht. Oh, hier ein Heli, hier ein Heli. Na los. Komm schon. Ja! Ja! Danke, Leute. Ich glaube, ohne eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Let's go. Yeah, let me go, please. I'm infected. Yeah, let me I'm please first. Infected. Holy shit, go fast, please. Oh, yeah, we did it, dude. We did it. There's no mushrooms left. Oh, one shot at me. Who shot at me? What the fuck? Who's shooting? I don't know. Ah! Die Säcke! Don't shoot, dude. Don't shoot, dude. What are you okay. doing? Der kleine Motherfucker, hey. Dieser kleine Pisser. Ich hätte den anderen drüber lassen sollen. Ja, die anderen sind auch pisst. Mann! Dieser Sack, der Athletike. We have room for two. No problem, no problem. We don't have to kill each other. We don't have to kill each other. Ja, ja, du kleiner Pisser. Ah, du kleiner. Nee, ich bin Fully. Ich hab leider verloren, weil mir der aufgeschossen hat. Versteht ihr? Dann mache ich die ganze Arbeit, verstehst? Dann mache ich die ganze verdammte Arbeit. Und dann das. Wir hätten einfach als erstes gehen lassen sollen. Mit einem anderen Typen. Go. Ach, die Bisser, echt. Das ist ein Spiel, Seven. Du kannst auch nur im letzten Moment kannst du noch abgeschossen werden. Das ist leider das Problem. Das macht ja das Spiel so spannend. Das macht es richtig spannend, Leute. I killed you and I flew away. I find you and I will kill you. You son of a... Ah, das war richtig, aber war richtig geil, geil. We are alive. Alive. Der Pisser, echt. Das ist ein so ein Pisser. I like apple pie. How about you? I'm a zombie now. My God. Oh man. Dude, I was laughing my ass off, dude. Oh man. We just run around fucking mushroom. Holy shit. Ich hätte den Typen dort ganz links hätte ich vorlassen sollen. Dann wäre der abgeschossen worden. Dann hätte ich den Corsair vielleicht noch erschossen. Mushroom! Come on, Mushroom, motherfucker! Wow. Aber war echt eine geile Runde, muss ich sagen. War echt eine geile Runde, muss ich sagen. Trotz alledem.